Hallihallo und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es kommt jetzt seit echt langem wieder mal ein Video von mir. Ich weiß, ich habe schon Ewigkeiten keins mehr gedreht, aber weil mir einfach die Videoideen ausgeblieben sind und ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich hatte nicht wirklich Material und ich bin immer so, wenn ich im Stall bin und es sind so viele Leute da, dann bin ich immer so, drehe ich jetzt nicht so unbedingt gerne ein Video, weil mir das immer ein bisschen peinlich ist, muss ich zugeben. Ja. Das ist so ein Grund und mir sind einfach auch die Videoideen ausgegangen. Und ich hatte keine Ahnung, was ich drehen sollte. Aber wenn ihr wisst, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, die ich machen soll, schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare rein. Denn ich freue mich über neue Ideen, dass ich ein bisschen aktiver sein kann. Aber zum jetzigen Video. Ich habe erstens mal eine Neuigkeit. Und zwar zieht bald ein neues Pferd bei mir ein. Also ich bin noch auf der Suche nach einem Pferd. Ich bin jetzt, ich werde jetzt ein paar Mal Probereiten gehen, ein paar Pferde. Und genau, dann wird spätestens im März ein neues Pferd bei mir einziehen. Und dafür war ich heute schon ein bisschen shoppen. Also so Sachen, die ich schon weiß, die ich brauche, wie Putzzeug und so. Und eine Putztasche. So Sachen wie Trense, Zaumzeug, also diese ganzen Sachen, Schabracke und so, kaufe ich natürlich erst dann, wenn das Pferd da ist und ich genau weiß, was für eine Größe es hat und was ich alles brauche. Und die ganzen Pflegeprodukte. Aber ein paar Sachen habe ich heute schon eingekauft. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich euch auf der Reise zu meinem Pferd mitnehme, Probereiten etc., bis es dann ein Pferd wird, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann nehme ich euch da ein bisschen mit. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Haul. Ich habe ein bisschen geshoppt. Ich werde euch die Preise hier unten einblenden. Genau. Ich habe insgesamt, es ist gar nicht so viel, aber es ist viel Geld weggekommen. Ich habe 141,27 € ausgegeben. Es ist tatsächlich nicht so viel, aber es ist so viel Geld dadurch weggekommen. Obwohl es gar nicht so viele Produkte sind, tatsächlich. Okay, fangen wir mal an. Mein persönliches Highlight kommt zum Schluss. Schau mal. Als allererstes habe ich mir zwei Mikrofasertücher gekauft. Eins habe ich für mein jetziges Pferd gekauft, was ich schon habe. Die haben jeweils für 4,99 € gekostet. Das sind einfach so von Equiba. Solche kleinen Mikrofasertücher. Die braucht man irgendwie immer. Ich hatte noch nie eins, aber das ist so perfekt, wenn die Pferde schwitzen oder dreckig sind, dann kann man mit diesem Mikrofasertuch so viel machen. Und das ist einfach so ein Gamechanger im Stall. Und deswegen habe ich jetzt zwei. Eins fürs neue Pferd und eins für mein jetziges Pferd mitgenommen. Genau. Dann habe ich bei... Also ich habe eigentlich alles von Equiva. Bis auf das jetzt habe ich von Crema. Die hat 3,99 € gekostet. Das ist die Wonder Brush bei Showmaster. Das ist eine Softbürste. Weil mir auch wichtig war, dass ich so eine Softbürste habe. Genau, ist einfach so eine rote Softbürste. Dann habe ich auch noch wieder Magic Brushes geholt. Denn, wie ihr, das wisst ihr nicht, aber ich liebe Magic Brushes. Ich habe die für meine jetzige Stute auch schon. Und die sind wirklich im täglichen Gebrauch bei mir. Also wirklich im täglichen Gebrauch. Die werden immer gebraucht bei mir. Und deswegen wollte ich die jetzt fürs neue Pferd auch holen. Und da habe ich mich für diese hier entschieden, für diese Farben, für so einen Pinkton, so ein Senfgelb und so ein Petrolblau, glaube ich, ist das. Korrigiert mich. Die haben 16,99 € gekostet. Ja, Magic Brush einfach. Die sind nun mal teuer, aber das ist wirklich bei mir täglich in Gebrauch. Und deswegen musste ich das fürs neue Pferd auch mit, tatsächlich. Ja, dann habe ich einen Metallstriegel. Ich nenne den immer Zackenstriegel, aber ich glaube, es heißt Metallstriegel. Steht da auf jeden Fall oben. Keine Ahnung, korrigiert mich gerne. In so einem Blau. Ihr werdet dann auch noch wissen, wieso das meist in so einem Blau ist. Also in diesem Blau. Werdet ihr am Ende noch sehen. Der hat 11,99 € gekostet und ja, das ist einfach ein Muss. Den braucht einfach jeder Pferdebesitzer. Vor allem im Winter, wenn die Pferde voller Matsch sind und ja, habe ich für meine jetzige Stute auch und brauche ich dann fürs neue Pferd auch unbedingt. Dann habe ich von der Marke, keine Ahnung, was das für eine Marke ist tatsächlich, eine weiche Bürste für den Kopf geholt. Das ist eine super weiche Bürste.
Mir ist ja immer wichtig, dass für den Kopf die Bürste sehr weich ist. Und die hat 16,99 € gekostet. Ich glaube, das war die teuerste Bürste. Ich weiß nicht, wieso die so teuer ist. Aber sie liegt extrem schön in der Hand. Tatsächlich, ja, passt jetzt nicht so zu meinen farblichen Abstimmungen dazu. Aber hat es nicht in der Farbe, die ich wollte, gegeben. Aber auf jeden Fall ist die so weich. Ich habe tatsächlich für meine jetzige Stute gar nicht so eine weiche Bürste. Ich habe schon weiche Bürsten für den Kopf, da ich nur weiche Bürsten für den Kopf benutze. Aber tatsächlich nicht so eine super weiche, weil die ist wirklich sehr, sehr weich. Dann natürlich von Four Horses. Die hat 12,99 € gekostet. Und natürlich einen, das ist natürlich ein Mähnen- und Schweifkamm. Ist auch wichtig, braucht man immer. Ja, habe ich für meine jetzige Stute auch. Ich brauche nicht mehr dazu sagen. Ich habe eigentlich alles, was ich hier habe, was ich so gekauft habe, für mein jetziges Pferd auch. Aber für mein neues Pferd, achso, falls jetzt das so klingt, als würde ich mein altes Pferd verkaufen. Nein, bleibt bei mir meine Stute. Ich hole mir nur noch ein Pferd. Also nicht, dass das irgendwie falsch klingt, dass ihr denkt, ich gebe mein altes Pferd weg. Genau. Einfach ein, so, wieder in diesem Blauton. Da hat er schon so ein paar Kratzer. Ja, wieder so in diesem Hellblauton. Einfach eine Mähnen- und Schweifbürste. Genau. Dann, das hat auch nicht mehr in dieser, das hat es auch nicht in dieser Farbe, habe ich zumindest nicht gefunden, gegeben. Also habe ich es halt, ist nicht alles abgestimmt, aber was soll man machen? Genau, habe ich eben mir jetzt für diese hier entschieden. Das ist, habe ich für die Hufe, die ist nämlich etwas borstiger, bisschen härter, einfach so, um die Hufe zu reinigen. Denn bei meiner jetzigen Stute habe ich das auch. Die sind nämlich immer dreckig. Also ich meine jetzt nicht innen im Huf, wo man mit der Hufauskratze hingeht, sondern außen am Huf. Da ist sie eben immer vom Schlamm dreckig und dann einfach mit Wasser und dann einfach abschrubben. Und dafür braucht man einfach solche härteren Borsten. Und die hat jetzt gekostet 4,99 € und ist auch von Four Horse. Genau, wie eigentlich fast alles von Four Horse ist. Genau. Mit so einem schönen Blumen- und Schmetterlingsmuster. Gefällt mir auch ganz gut. Passt jetzt nicht so gut dazu, aber gefällt mir ganz gut. Gut. Dann habe ich noch eine Wurzelbürste von Four Horse. Die habe ich jetzt, die hat es natürlich jetzt auch nicht in diesem Blauton gegeben. Aber das war noch diese, das war noch die erste Farbe, die dazu passt. Denn es ist einfach so ein Graublau, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so gut erkennen kann, aber einfach so ein Graublau mit sogar so Glitzerrand. Das fand ich übelst schön. Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Meine Wurzelbürste ist immer ein Muss, finde ich, im Stall. Brauche ich bei meiner jetzigen Stute auch. Ich finde es einfach ein Muss. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Habt ihr auch Wurzelbürsten? Benutzt ihr Wurzelbürsten oder nicht? Für mich ist es einfach ein Muss im Stall. Genau, deswegen ist die mitgekommen. Dann habe ich noch eine etwas weichere, ebenfalls von Four Horse. Das ist einfach auch einfach eine etwas weichere Bürste. Jetzt ein bisschen härter als diese hier. Oder sogar ein bisschen viel härter. Aber einfach so fürs Fell. Die liegt auch sehr, sehr schön in der Hand. Und genau, fühlt sich sehr gut an. Und die ist von Four Horses ebenfalls. Hat es natürlich auch leider nicht in dieser Farbe gegeben, was mich ein bisschen traurig macht. Aber das kam auch am nähersten hin, einfach so ein, weiß nicht, wie man das nennt, diese Farbe. Keine Ahnung. Und die hat gekostet 15,99 €. So. So, mein Video ist gerade abgebrochen. Es tut mir leid. Ja. Dann machen wir mal weiter. Es sind noch zwei Produkte da. Ich habe mir eigentlich einen Hufuskratzer, ich habe mir eigentlich eingebildet, ich habe mir einen Hufuskratzer mitgekauft, aber irgendwie ist der nicht da und auf der Rechnung steht da auch nicht. Also habe ich mir das mal eingebildet. Dann kam noch mit von Leo Vett der 5-Sterne-Striegel. Der hier. Der fördert den Haarwachstum, das Haarwachstum, Kennbarkeit und Glanz und stoppt Juckreiz und trockene Haut. Das finde ich auch perfekt. Den hatte ich tatsächlich noch nie von Leo Vett, deswegen weiß ich nicht, wie der ist. Aber ich dachte mir, neues Pferd, auch mal was Neues ausprobieren. Ich habe sonst immer nur von Zedan den Mähnenglanz gehabt. Oder sonst am liebsten mag ich eigentlich die Produkte von Crema. Also diese Schweif- und Mähnensprays von Crema.
Und jetzt dachte ich mir, probiere ich mal den von Leo Vett auf, weil von dem habe ich nur Gutes gehört. Falls ihr Erfahrungen mit dem von Leo Vett habt, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, was ihr so für Erfahrungen mit Leo Vett hattet. Genau, und der hat 13,75 gekostet. So, jetzt kommt mein persönliches Highlight. Und zwar, tadadada, diese Putztasche von Escadron. Ich wollte die schon immer haben. Und ja, für meine jetzige Stufe habe ich sie mir nicht gekauft. Aber ich habe mir jetzt gesagt, weil ich eigentlich immer irgendwie zu geizig war, dafür Geld auszugeben, weil die ja doch 45 Euro kostet. Aber jetzt habe ich so gesagt, so komm, sie war nämlich im Sale. 30 Euro nur. Jetzt habe ich mir so gesagt, so komm, für das neue Pferd gönnst du dir die jetzt. Gönnst du dir die jetzt einfach. Ja, und deswegen, falls ihr vielleicht sehen könnt, habe ich mir diese hellblau hauptsächlich ausgesucht. Ist nicht ganz der gleiche Ton, aber passt perfekt zur Putztasche. Die jetzt auch noch in so einem Gelb gegeben, weil mir hat dieses Blau am besten gefallen. Und ich wollte immer schon eine Escadron-Putztasche. Ich finde es einfach so perfekt mit diesen Fächern hier. Die hat einfach so viele Fächer. Eins hier mit Reißverschluss, wie man sieht. Dann hier noch Fächer. Hier kann man Hof was krasses. Das ist auch perfekt fürs Turnierfahren. Und hier sind dann noch ganz viele Fächer, wo man einzelne Sachen reinstopfen kann. Genau. Und die hat auch einen rausnehmbaren Boden. Dass sie nicht so, dass man sie ein bisschen besser zusammenklappen kann. Das finde ich auch sehr praktisch. Und dann kann man sie hier oben noch einfach so zuziehen, dass die Sachen einfach ein bisschen geschützt sind. Und ja, die hat einfach nur 30 Euro gekostet. Genau, anstatt 44,95. Also wirklich mein Highlight von diesem Einkauf. Ja, das war es jetzt mit meinen Produkten, die ich beim Equier gestoppt habe fürs neue Pferd. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und ein Abo da lässt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!